So, das Jahr ist bald zu Ende. Ultimo nennt man das, glaube ich. Und ich will ein bisschen Bilanz ziehen. Um das Fazit gleich vorwegzunehmen, es steht mir hier: Oberkante, Unterlippe. Und das liegt keineswegs nur daran, was wir in der Gesellschaft erleben, was uns die Politik, die Ampelhampel da in Berlin zumuten. Das kennen wir ja schon seit einem Jahr, seit anderthalb Jahren. Und dagegen kämpfen wir an. Nein, ich meine euch. Ich meine eure verdammte Anspruchshaltung und eure, ach, wie nenne ich denn das jetzt? Ich krieg euch nicht weg vom Sofa. Und das macht mich rasend. Ja? Ich habe auch nur eine ganz bestimmte Möglichkeit der Belastungsgrenze. Die ist bald erreicht. Ich werde euch nicht verraten, wann, aber irgendwann ist dann für mich Ultimo. Dann höre ich nämlich auf. Dann, wer war denn das? Dieser Sachsenkönig, der sagte, macht euren Scheiß doch alleine. Irgendwie so in die Richtung ging das. Ihr merkt, ich rede mich jetzt hier in Rage. Und das tue ich sogar ganz gerne, weil der Schmutz mal raus muss. Ich mache es mal fest an dem, was wir vorhin Samstag erlebt haben hier in Köln bei der Versammlung der Mutbürger, die dann zu einem Aufzug wurde. Wir hatten gelernt von dem Treffen vor dem Kölner Dom eine Woche vorher. Ja, da sind sie uns angegangen, wann wir die gelben Westen trugen, wurden wir ja relativ schnell von der Polizei umstellt, obwohl wir nichts anderes vorhatten, als auf den nahen Weihnachtsmarkt zu gehen. Okay, daraus haben wir gelernt. Also nicht um Genehmigung fragen, haben wir nie vor, sondern bitteschön anmelden, so eine Geschichte. Das haben wir dann beim nächsten Mal gemacht. Was ist das denn hier eigentlich? Ist hier irgendwas gesprungen oder was sehe ich denn hier? Ach nee, das ist was ganz anderes. Wir machen einfach mal weiter. Wenn man sich so aufregt, dann kriegt man auch leicht mal Sprung in die Schüssel. So, also wir haben gelernt, dass man besser das System nutzen sollte, als es frontal anzugehen. Ja, und das machen wir ja jetzt schon. Aber es kamen wie viele? Na, 22, 23, 24 und danach bekam ich jede Menge Resonanz. Und zwar von denen, die es alles besser wissen, die rummaulen, die meckern. Bis in den späten Abend kamen dann Anrufe, die Rhein-Ufer-Straße war gesperrt. Klammer auf, warum habt ihr das nicht besser organisiert? Warum bin ich da nicht durchgewunken worden? Ja, was ist mit Parkplätzen? Ich habe keinen gefunden, das Parkhaus war gesperrt. Wäre es nicht eine bessere Idee gewesen, einen Bus zu mieten? Nein, ich kann euch nur sagen, noch viel besser wäre es gewesen, wenn ihr auf dem Sofa hängen geblieben wärt, angerufen hättet und sagt, ich bin jetzt soweit. Ich habe die Puschen ausgezogen und jetzt könnt ihr mich mit der Limousine abholen. Ja, wo sind wir eigentlich? Was läuft denn hier falsch in dem Lande? Und damit meine ich auch wieder nicht nur diese blöden Ampel da in Berlin, sondern ich meine euch, genau euch. Jetzt muss sich nicht derjenige angesprochen fühlen, der wirklich mutig ist, der wirklich voranschreitet. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür, dass wir ein paar von denen kennen und dass wir kennenlernen durften und dass die mitmachen. Auch bei unserer Aktion, beim Thekenalarm. Und ich darf nur mal kurz aufzählen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben dieses super, super engagierte Ehepaar in Oberhausen, Gunni und Britta. Wir haben die beiden Kameraden in Hannover, große Klasse. Wir haben den Christian in Lübeck. Ja, in Mannheim geht's jetzt an den Start. In Frankfurt starten die Neuen. Im Osten, na ja, sie reißen eigentlich meistens auch die Klappe auf, aber es ist nicht ganz so weit damit her. Es wäre schön, wenn wir dieses Engagement auch bei uns verspüren könnten. So, und jetzt sage ich euch, seit anderthalb Jahren etwa machen Olaf und ich das. Warum denn wohl? Glaubt ihr wirklich, wir reißen uns, wie heißt denn das, den Hintern auf? Ja, aus lauter Spaß an der Freude, weil wir nichts Besseres zu tun haben? Ich sag euch mal, ich habe inzwischen 10, 12, manchmal 14 Stundentage. Das liegt daran, dass man viel recherchieren muss und was ich völlig unterschätzt hatte, dass von allen Seiten immer Nachrichten kommen, die da heißen, wann ist denn hier, wann kommt ihr denn bitte schön an den Bodensee? Ich warte auf euch in Ostfriesland, auf Sylt und so weiter. Nur macht doch endlich. Ja, macht ihr doch endlich. Das ist mir jetzt mal wichtig. Ich mache die ganze Zeit. Olaf macht die ganze Zeit. Wobei er hat ein anderes Temperament. Ihr merkt das schon. Ich kann mich da sehr, sehr leicht echauffieren. Naja, so leicht auch wieder nicht, aber irgendwann ist die Kante erreicht. Olaf ist ein Stoiker. Das liegt vielleicht am Vornamen, teilt er ja mit dem Kameraden da in Berlin. In unserem Fall hilft uns das sehr. Er holt mich immer ein Stückchen runter, ich pushe ihn hoch oder wir pushen uns gegenseitig nach vorne. Und darum geht es. Wir wollen wirklich erreichen, dass wir
in den Spiegel schauen können. Ihr wisst, ich rasiere mich jeden Sonntag und das fällt mir nicht schwer, denn ich weiß, wenn ich eines Tages von meiner Tochter oder vielleicht auch irgendwann von den Enkelkindern, die noch nicht geboren sind, gefragt werde, was hast du eigentlich getan? Dann kann ich sagen, ich habe mir verdammt viel Mühe gegeben. Ich habe mir verdammt viel Mühe gegeben, euch vom Sofa wegzukriegen, damit ihr mal begreift, was hier eigentlich abgeht. Wir haben keine Diktatur. Nein, haben wir nicht. Mit Nordkorea nicht zu vergleichen. Und da möchte ich auch gar nicht erst hinkommen. Ich möchte, dass uns das erspart bleibt. Ich bin aufgewachsen, Jahrgang 51. Das heißt, ihr könnt es euch leicht ausrechnen. 72 bin ich, demnächst werde ich 73. Meine Frau fragt mich jedes Mal wieder, wofür machst du das eigentlich? Ja? Undank ist der Weltenlohn. Sieh doch zu, dass du dich ein bisschen entspannst, dass du keinen Herzkasper kriegst, dass du gelegentlich ein Glas Wein mit mir trinkst und außerdem dich um die Familie kümmerst. Ja, und dann habe ich immer wieder zu argumentieren und werde sagen, nee, geht leider nicht. Denn, ich will jetzt nicht zu hoch greifen, aber wir machen mit, wir hoffen, dass wir das Land vor dem Abgrund retten können. Klingt ein bisschen pathetisch, sollte ich mich verhüten, aber in jedem Fall, und das ist wirklich wichtig, ich habe eine Verantwortung und diese Verantwortung habe ich gegenüber den Mutbürgern, die wirklich mutig sind, ja, und nicht wie ihr, die einfach nur herschauen und hämisch daherreden und sagen, was will der Alte denn? Nein, die sich legen sich ins Zeug und zwar nicht für mich. Das macht keiner für mich. Warum auch? Sie machen es, weil sie verstanden haben, dass es nicht mehr 11:55 ist, sondern längst schon 12:30. Wir müssen weitermachen. Und dazu gibt's gar keine Alternative. Meiner Frau antworte ich dann, du, ich habe eine Verantwortung, ja? Ich habe eine Verantwortung für diejenigen, die ich animiert und motiviert habe, aufzustehen. Ja, die glauben nämlich dran. So, jetzt zurück zum vorigen Samstag. Also, Polizei kann ich nur sagen, große Klasse. Tolle Jungs, ja, die sind mit einem Streifenwagen vorne weggefahren, einer vor hinten lang, ein, zwei Motorräder dabei, der Polizeiführer, wie hieß er, Herr Döllmann, glaube ich, mit dem habe ich mich auch ein bisschen unterhalten. Wir wollten ihm so einen Sticker anbieten hier, ja, Mutbürger, hat er gesagt, nein, geht leider nicht. Bin ja sowas von neutral, das war wunderbar zu verstehen, ich habe es begriffen. Aber auch im Vorfeld, die Regierungsrätin, mit der ich zu tun hatte, die uns diesen Aufzug, mal genehmigen ist ja nicht, die müssen nicht genehmigen, aber die uns bei der Sache unterstützt hat. Ja, also wir melden es an, das ist der richtige Terminus dafür. Wir wollten auf dem Breslauer Platz anfangen, das ist unmittelbar hinter dem Kölner Hauptbahnhof. Ging nicht, da waren irgendwelche Palästinenser uns zuvor gekommen. Also hat Frau Teuteberg uns empfohlen, 100 Meter weiter nach links, da gibt's den Felix-Rexhausen-Platz. Ich wusste noch gar nicht, dass es den gab, dass das überhaupt ein Platz war. Jetzt habe ich auch gelesen, Felix Rexhausen, ein was auch immer, Mitbegründer von Amnesty International. Da waren wir richtig, ja. Dann habe ich mich da auf ein Kistchen gestellt, habe ein bisschen was erzählt über die Flüstertüte, das Megafon. Und wir hatten um uns herum 2 Dutzend mutige Bürger und die waren glücklich. Das Signal nach innen war prima. Dann durften wir über den Eigelstein marschieren. Wir haben unsere Slogans gerufen. Gemeinsam sind wir viele, gemeinsam sind wir stark. Ja, die Ampel und so weiter macht uns nass. Ich habe es hier jetzt gar nicht mehr alle im Kopf. Habe ich zunächst versucht, aber ich muss sagen, Gunni kann das deutlich, deutlich besser. Ja, ich betone immer in so einer Fernsehsprache. Und er machte das sehr nüchtern, ganz toll. Also wir hatten Aufmerksamkeit. Wir durften vor bis zur Agneskirche, Neusser Straße in diese Fahrtrichtung, für uns gesperrt. Was will man eigentlich mehr? So, und dann kriegen wir Kommentare im Netz. Ha, 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 was für ein trauriger Haufen. Dafür den Verkehr aufhalten und ähnliches mehr. Aber das sind genau dieselben Vögel, die sich jeden Tag darüber aufregen, am Abendbrottisch oder bei der Tanke und sagen, das wird alles so wahnsinnig teuer. Ich weiß nicht mehr, wie ich das noch hinkriegen soll. Ja, und die Palästinenser dürfen und die anderen Kameraden, die Zugereisten auch, ich darf nicht. Ja, bitte sehr, natürlich darfst du. Du musst es nur tun. Just do it, sagt der Engländer. Also komm voran. Ja, ich möchte diese blöden Ausreden nicht mehr hören, diese Erwartungshaltung, macht dies, macht jenes, warum habt ihr nicht? Ja, ich konnte leider nicht vorbeikommen, mein Auto hat gestreikt. Die Rheinuferstraße war gesperrt, ich habe keinen Parkplatz gefunden. Ausgerechnet an dem Tag hat meine Schwiegermutter 70. Geburtstag. Ich musste mit dem Dackel zum Arzt oder irgendwas anderes. Das ist doch alles nicht prioritär. Das kann man doch wohl mal zurückstellen. Und ihr habt gemerkt, was mit den Landwirten läuft.
Die begreifen nämlich, den Trecker angeworfen und nach Berlin gefahren. Das bringt was. Glaubt mal bloß nicht, dass das da oben in Berlin oder ob es in Düsseldorf ist oder in München nicht registriert wird. Das wird sehr genau registriert. Zum Beispiel bei der Polizei. Zu meiner Zeit als Journalist, da hatten die in den Pressestellen ein, zwei meistens sehr zugängliche, nette Beamte sitzen. Naja, und es kam ja auch am Tag nur ein Anruf oder zwei. Heute sind diese Pressestellen in einer mittleren Großstadt. Nehmen wir mal Mannheim als Beispiel. Da hatte ich ja so meine Spiele. Die sind besetzt mit 15, 20 Leuten. Aus zwei Gründen. Erstens mal, weil sie Social Media beobachten und zwar sehr genau mit Argusaugen. Zum anderen, weil man da sehr nah dran ist, am Präsidenten ist, also ein wunderbarer Karriereposten. Die möchten nämlich auch nicht gerne für Demonstranten auf die Straße gehen und sich möglicherweise mit der Dachlatte über den Schädel ziehen lassen. Am liebsten lassen die nämlich ihren Knüppel tanzen da, wo keine größere Gefahr besteht. Bitte sehr, ich will nicht verallgemeinern. Das, was wir am vorigen Samstag erlebt haben und ich auch vorher schon mit einer ganzen Reihe wirklich toller Polizisten, ich habe auch zwei oder drei Filme darüber gemacht in meiner Fernsehvergangenheit, das war alles sehr in Ordnung. Da ging es um dein Freund und Helfer, aber damit ist vorbei. Mittlerweile, glaube ich, ist das eine Truppe, die den Mächtigen dient, ja. Und von der Antifa brauchen wir gar nicht zu reden. Das sind diese wohlstandsverwahrlosten Bürschchen, die sich im größeren Verbund, ja, maskiert, dann was trauen. Und das Ganze ist auch noch so gut organisiert, dass der Verdacht zumindest nahe liegt, dass es auch staatlich nicht nur toleriert, sondern womöglich gefördert wird. Ich will mich jetzt gar nicht in Spekulationen verlieren. Viel wichtiger ist, dass die Botschaft ankommt. Steht endlich auf, verdammt nochmal. Ich mache es doch auch nicht zum Vergnügen. Ich mache es doch auch nur, weil ich dran glaube, dass es bitteschön A, noch nicht zu spät ist. Übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt. Ganz viele Kommentare heißen, ach, lasst doch laufen. Ihr könnt es doch sowieso nicht mehr ändern. Es ist halt so schicksalsergeben. Ich weiß nicht, ob das so eine deutsche Eigenheit ist, wenn ich nach Frankreich rüber gucke, da läuft das schon ganz anders. Die holen sich ihre gelben Westen aus dem Schrank und gegebenenfalls nehmen sie auch ein Feuerzeug mit. Ja, übrigens nicht misszuverstehen. Kein Aufruf zur Gewalt. Ich glaube immer noch daran, an die Kraft des Wortes, sonst würde ich nicht so viele gebrauchen. Und dass wir schon noch irgendwie eine Chance haben. Die Chance sehe ich übrigens jeden Tag wachsen. Nicht, weil ihr so aktiv seid. Nein, nein. Das wäre schön. Denn dann würden sie schneller wachsen, diese Chancen. Nein, die Chancen wachsen deshalb, weil die Gegenseite, wer auch immer es ist, könnt ihr euch alles selber vorstellen. Ob das WEF ist oder Microsoft oder die Amis oder die Russen oder wer, ist mir völlig egal. Aber jedenfalls diejenigen, die uns unsere Freiheit nehmen wollen. Ja, die sind natürlich nach dem Prinzip von Teile und Herrsche sehr gut damit bedient, wenn sie es schaffen, großer Flachbildschirm, ja, ansonsten genügend zu trinken und dann bleibt dieses blöde Volk schon ruhig. Nein, sollten wir nicht. Und dabei geht's nicht darum um Intelligenz. Das kann also derjenige, der relativ wenig Schulbildung hat, ganz genauso wie derjenige, der richtig gut und abschließend studierte. Abschließend wisst ihr ja. Ich meine jetzt nicht die Kameraden da von den Grünen im Bundestag, sondern jener, der wirklich was geleistet hat. Und auffällig ist beispielsweise, ganz unterschiedlich, dass wir die Jüngeren noch nicht so richtig erreichen. Die haben zu viel mit ihrem Handy zu daddeln, ja, und wir erreichen auch die Frauen noch wenig, mit Ausnahmen. Beispielsweise Thekenalarm Regio in Regensburg hat mir unser Freund Franz, den habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, auch ein super Mitstreiter. Franz hat berichtet, da seien sie also überwiegend 3/4 Frauen bei den Treffen. Respekt, woran liegt's? Ja, ein oder zwei haben wohl ihre Freundinnen derart mobilisiert und aufgeschickt, dass die da mitkommen. Ansonsten in der Tat alte weiße Männer. Aber vertut euch nicht, wir sind ganz schön aktiv und manche von uns sind durchaus weise und nicht nur weiß. Außerdem finde ich es ganz übel, jemanden wegen seines Lebensalters zu diskriminieren. Dagegen gibt's ja sogar Gesetze, aber die werden nicht angewendet, sondern wir werden benutzt, um viel Geld aufzubringen, Steuern zu zahlen und das bitteschön wird dann verwendet, um den Peruanern Radwege zu finanzieren. Ich möchte, dass unser Geld im Lande bleibt,
und nicht einfach so durch die Hände rieselt, irgendwo im Ausland verteilt wird, nach Indien beispielsweise, die landen auf dem Mond, die brauchen uns nicht, die brauchen unsere Entwicklungshilfe nicht. Wir brauchen mittlerweile Entwicklungshilfe, damit wir endlich mal wieder richtig in die Spur finden. Ich könnte den ganzen Abend könnte ich weiterreden, was alles hier schief läuft. Aber den Vorwurf, den lasse ich mir auch nicht machen. Ihr seid ja nicht konstruktiv. Nein, wir sind durchaus konstruktiv. Schaut auf unsere Website thekenalarm.de, da findet ihr das Uftrunger Manifest. Das ist verabschiedet worden im September, sogar einstimmig. Und das ist ein Programm. Das zeigt in 13 Programmpunkten an, was man anders machen könnte und wie es laufen sollte. Wir sind doch bereit dazu. Lasst uns doch machen. Und damit meine ich nicht nur uns, nicht nur Olaf und mich und diese 2-3 Dutzend an unserer Seite, sondern ich meine die vernünftigen Bürger der Mitte aus dem liberal-konservativen Spektrum. Ich bin nicht rechts, ich bin nicht links. Das haben wir am Samstag übrigens auch gerufen. Wir sind nicht links, wir sind nicht rechts, wir sind nur ganz normal. Ja, und vor allem hier in der Birne sind wir noch normal. Wir können noch mitdenken und wir wissen, was geboten ist. So, habe ich was vergessen? Naja, also ich verrate euch nicht, wann ich aufhöre. Wenn es mich dahin rafft, weil ich mich zu sehr aufgeregt habe, ob ich einen Herzkasper kriege oder irgendwas, werdet ihr schon mitbekommen. Wichtig ist, dass ich euch aus eurer Komfortzone rauskriege. Wichtig ist, dass wir deutlich mehr werden, dass wir auch mehr Organisatoren für neue Thekenalarm-Regio-Veranstaltungen finden. Und ganz wichtig ist, dass das nicht ausschließlich auf meine Person zugeschnitten bleibt, denn ich bin eine Rampensau, ich stehe gerne vorne, alles kein Thema, aber auch ich bin am Limit. Also überlegt euch das ganz genau. Wir haben jetzt diesen Verein am Start, Verein für Demokratie, sind gerade mal knapp über 100 Mitglieder. Ich hatte mir versprochen, dass es bis Ende des Jahres 300 werden, da müsst ihr schon noch ganz schön Gas geben. Aber ich bin, ich bin ja ein Realist. Auch wenn es 150 werden oder 180, ganz wunderbar. Überhaupt Reichweite. Reichweite übers Netz, machen wir ja jeden Tag Alarm. Olaf mit seinem Freddy, ganz, ganz großer Sympathieträger. Ein super Hund, kann ich dazu nur sagen. Und ich mache es dann meistens nachmittags komplett, das ganze Spiel. Reichweite, Shadowbanning, habt ihr bestimmt schon von gehört. Also wir werden runtergedrückt auf allen Plattformen, ob das Instagram ist, YouTube, TikTok, kann ich ganz stolz vermelden, hatten wir schon unsere 12. Sperre. Also das ist ja mittlerweile eine Auszeichnung, genauso wie es inzwischen eine Auszeichnung ist, als Nazi-verdächtig zu werden. Ich habe in der Schule noch aufgepasst, Jahrgang 51, bei mir war dieser Spuk gerade mal 6 Jahre vorher zu Ende gegangen. Ich weiß womöglich noch, was es bedeutet, ein Nazi zu sein. Und ich weiß ganz genau, dass ich nie einer war und nie einer sein werde. Ja, mir geht es genau um das Gegenteil. Aiwanger Zitat, holt euch eure Demokratie zurück. Wir sind bereit. Also die Mutbürger vom Thekenalarm, die werden genau das leisten. Jo, zahlen muss man natürlich auch immer mal, das meinte ich jetzt gerade mal nicht, sondern Zahlen nennen. Also im vorigen Jahr um diese Zeit haben Olaf und ich gefeiert und seit unserer 10.000er Abonnent bei YouTube, mittlerweile sind es irgendwie knappe 45.000, bei TikTok ist es mehr, 55 oder irgendwie so, in der Summe sagen wir mal 120, aber dafür können wir uns nichts kaufen. Ja, es muss sich was ändern im Land. Übrigens kaufen, auch dem Verdacht kann ich entgegentreten. Wenn einer glaubt, wir füllen uns die Taschen mit den Werbeeinnahmen, schön wäre es ja. Also, es ist zusammengekommen, ich habe es gestern gerade mal nachgeschaut, 5.100 irgendwas Euro. Und zwar von ein paar vernünftigen Spendern und von Google, die uns gelegentlich mal 200, 300 Euro von ihren sicherlich ordentlich relevanten Werbeeinnahmen abgeben. Bei TikTok kommt gar nichts, bei Instagram auch nicht. So, 5.000 irgendwie, habe ich ja gerade erwähnt, und das 3- bis 4-fache ist ausgegeben worden. Machen wir ja alles, ist ja in Ordnung, wir können es ja noch, aber wir werden es nicht ewig können. Also die Zeit läuft, 5:12 nicht mehr, 12:30 ist es auch schon. Vor allem seht zu, dass ihr euch den Thekenalarm erhalten könnt. Ich finde auch eine andere Beschäftigung, also ich brauche es nicht zwingend. Ich hoffe auf euch, seid an meiner Seite. Und dieses Ding hier, das ist auch, hat nichts mit Kommunismus zu tun, ja, ganz im Gegenteil. Thälmann oder irgend so ein Arsch, der das auch gemacht hat. Da ist doch kein Copyright drauf auf dieser Geste. Wisst ihr, was sie bedeuten soll? Sie soll nichts anderes sein. Wir sind einsatzbereit, wir sind kampfbereit, wir lassen uns nichts gefallen. Und Kampf, natürlich ist das ein Kampf.
Im Sport wird auch ständig darum gekämpft, wer Erster ist. Wir wollen nicht zweiter Sieger sein im Kampf um die Demokratie. Also in diesem Sinne, gemeinsam sind wir viele und nur gemeinsam sind wir stark.